Jetzt müssen wir noch über Oleg Tinkov sprechen. Er ist einer der russischen Oligarchen, die wegen des Angriffskriegs mit Sanktionen belegt wurden. Und er stellt sich jetzt öffentlich gegen den Krieg in der Ukraine. Einer der wenigen oder könnten da jetzt viele folgen? Also Oleg Tinkov hat sich nicht nur öffentlich gegen den Krieg in der Ukraine gestellt, sondern er hat auch die russische Armee beschimpft, unflätig beschimpft, und all diejenigen, die für diese Operation oder für diesen Krieg sind in der Ukraine, die hat er ebenfalls unflätig attackiert. Und Oleg Tinkov ist sicherlich ein sehr einflussreicher und auch reicher Geschäftsmann, aber er ist nicht einer aus der ersten Reihe. Und er ist auch niemand aus der Umgebung von Wladimir Putin. Und Tinkov hat auch in den sozialen Netzwerken hier starken Gegenwind bekommen von der Bevölkerung. Da haben zum Beispiel dann User seine Bankkarten zerschnitten und ihn auch aufs Übelste beschimpft. Man muss wissen, Tinkov ist der Gründer der Tinkov Bank, und die Bank selbst, die scheint mir einen halben Herzinfarkt bekommen zu haben, als sie das gelesen hat, was Tinkov da über Instagram gepostet hat, und hat sich sofort distanziert von diesen Äußerungen, hat gesagt, Tinkov sei überhaupt kein Haupteigner mehr, einer von 20 Millionen Kunden, und man möchte auch die Meinungen einzelner Kunden nicht kommentieren. Das alles, was Tinkov gemacht hat, ist hier unter schwere Strafe gestellt. Da kann es bis zu 15 Jahre Gefängnis geben, wenn man die russische Armee diffamiert. Und genau das hat er getan. Ich möchte das jetzt hier bei uns im Gespräch nicht eins zu eins wiedergeben, welche Worte da gefallen sind. Aber Tinkov ist nur einer, und die meisten russischen Oligarchen halten still. Christoph, für den Moment besten Dank nach Moskau.